Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier im Motel unterwegs, haben den Mr. Kaufmann getroffen, allerdings ist er uns nicht gerade wohlgesonnen. Und ja, er scheint irgendwas zu verbergen. Aber was? Weiß man nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn verärgert. Weil ich hier ein bisschen an seinem Motorrad rumgeschnüffelt habe. Ja, was ist denn mit deinem Motorrad so, wenn du das so ungesichert da liegen lässt? Oder stehen lässt? Ja, super toll, ne? Das Fliegevieh kann mich mal. So. Ich denke mal, Freunde, wir scheinen hier alles erledigt zu haben. Da oben kommen wir ja nicht hin, oder? Nee, da kommen wir. Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Kommen wir da hin, da oben? Aua! Danke. Blöde Fliegeviecher hier, ey. Mann! Ich hasse sie. Kann man hier nicht hin? Warte mal, wo ist denn das? Der Bereich ist auf der Karte rot eingezeichnet. Schau ich mir mal an. Genau, direkt hier rechts, aber da ist nichts. Okay, da ist ein Boot, oder? Da ist ein Boot, okay, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir tatsächlich nicht hin. Okay. Ihr geht mir auf die Nerven. Ich wiederhole mich da. Aber die gehen mir echt auf die Nerven. Man kann die halt einfach nicht treffen. Gut, wir machen uns auf den Weg zum See. Mal gucken, ob wir da endlich unsere Cheryl finden. Ich laufe einfach weiter. Ist mir jetzt scheißegal, wirklich. Ich laufe einfach. Oder, ja, keine Ahnung, bin ich hier richtig? Gold richtig, okay. Alter. Okay, was haben wir hier? Da ist eine Einbuchtung. Eine Treppe. Ah, geil, okay. Ach, der blöde Hund. Ah. Aber einmal treffen mit dem Hammer, ne? Tonikum und Muni. Dankeschön. Kann man hier weiter runter? Nein. Einmal treffen mit dem Hammer und das Ding ist tot, ne? Schon gut. Aber wir sind wieder orange, das heißt, das Tonikum müssen wir direkt wieder nutzen. Toll. Okay. Weiter geht's. Wir laufen mal über die Brücke. Ja, wir laufen über die Brücke. Da kommt wieder Gegner, ich laufe einfach. Okay. Was ist jetzt? Was ist jetzt? What's this? Ach, nicht schon wieder. Oh. 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 Nein, nicht schon wieder. Nein, dieses Mal ist das Gefühl anders. Anstatt des Übergangs von der Realität zu einem Albtraum, ist das eher wie Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht, als ob etwas Schlimmes passieren wird. Kein Zweifel, etwas Schreckliches geht hier vor. Ach nein. Ich will wieder zurück. Können wir zurück? Ich mag. Nein. Nein, 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 nein. Ich mag diese Alternative überhaupt nicht. Sie ist ekelig. Und hier irgendwas machen. Okay. Ja, super, ne? Wir sind wieder in der Traumwelt. Um Himmels Willen. Munition habe ich leider keine mehr, oder? Doch, ich habe da eben was aufgesammelt. Aber nicht für die Pistole. Das Jagdgewehr spare ich mir auf, Freunde, ganz ehrlich. Das Jagdgewehr spare ich mir. Da ist Bundi! Danke. Aber auch Schrotflinten-Muni. Tonikum. Oh! Ja, und die Gegner hier sind natürlich noch heftiger, ne? Ist klar. Gut. Können wir geradeaus durch? Geht das? Wir können hier tatsächlich rein.
Gibt es hier irgendwas für uns? Nein, hier gibt's gar nichts. Oh, puh. Die Gegner sind, die werden immer ekliger. Oh Gott, ich will hier weg. Freunde, ich will hier einfach nur weg. Da ist der Affe. Au! Was war das denn für ein Konter? Ah, Mann. Okay, der eine ist weg. Der andere fliegt da oben. Aua. Die macht doch so komische Geräusche, ne? So, ja, ja, ist ja gut. Und weiter. Ah. Okay, den haben wir aber erwischt. Oh Gott, der macht da einen ganz schönen Krach hier. Jetzt, hör auf! Mann. Ist noch ein Gegner, aber es sind hier so viele Gegner. Mann. Okay, das heißt... Können wir hier irgendwas machen? Die Musik gefällt mir auch nicht hier. Aber ist okay. Ich höre schon wieder Bimmeln. Okay, hier ist geradeaus noch ein Weg. Genau hier. Ist noch ein Affe. Kann man sich an dich anschleichen? Nein, geht leider nicht. Okay, der war getroffen. Sehr schön. Danke. Mann. Weg mit dir. Ist das widerlich. Oder ist das hier auch eine leere Sackgasse? Nein, hier geht's weiter. Okay. Sehr interessant, ey. Dass sich das aber auch auf einmal so verändern muss, ne, die Welt. Das ist, das sind wieder zwei Stück. Und ich sehe da hinten einen Hund. Und er kommt. Okay, der Hund. Okay. Leiser. Ah, Dreckshöhle. Okay, dann kann der andere auch kommen. Ah. Das war gut. Das war gut. Da rennt irgendwo noch einer rum. Meine Güte, wie viele Gegner sind denn hier? Wo ist der blöde Hund? Links. Da, okay, da ist er. Na komm. Ah, bam. Verdammt nochmal. Okay, man muss da ein bisschen früher schlagen, damit der rechtzeitig den Hund trifft. Okay, okay, nice. Hier ist abgebrochen. Okay. Hier ist auch alles abgebrochen. Hier ist eine Holzkiste. Was ist das für ein Teil? Keine Ahnung. ja. Bänke, ja. Harry, hast du nicht Bock, die schöne Aussicht zu genießen? Ich nicht. Tatsächlich. Okay, da ist ein Loch. Okay, wir gehen anscheinend echt zum See. Da kommt schon wieder was. Das gibt's doch nicht. Da hinten ist ein Affe, okay. Die sind halt sau schnell, ne? Ne. Verdammt, ich sehe wieder nichts. Da. Ah, verdammt. Verdammt, ja, wieder von hinten, ne? Das ist ganz toll. Ganz toll, Affentyp. Ganz toll. Echt. Ah, Mann. Holy shit, da ist er schon. Wow. Oh, nee. Also kämpfen ist nicht immer. Okay. Und hau drauf! Verdammt nochmal. Okay, aber die... ich muss mich heilen. So, okay. Die Reaktion braucht auch immer so lang. Ja, das ist echt... Okay, jetzt bist du aber dran. Jetzt bist du dran. Ach, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht! Du blödes Affenvieh, jetzt mal ehrlich. Nö, keine Chance. Keine Chance, das Ding so platt zu machen. Okay, Tonikum. Nimm die Pistole in die Hand. Beziehungsweise, mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt mit dem Ding. Ohne Witz.
Ja, klar. Natürlich. Verdammt nochmal. Ne? So. So, nimm den Hammer wieder. Ja, Terry. Boah, das ist gerade ganz schön stressig hier. Mein Gott. Meine Güte. Okay, hier kann man scheinbar irgendwann rein. Dieses Gebäude. Das sind schon wieder zwei. Okay. Da oben. Ein Fliegevieh. Nein. Gib das weg. Okay, den haben wir erwischt. Danke. Ekelhaft. Ekelhaftes Etwas hier. Verdammt nochmal. Dieser blöde Affe hier. Dann noch der Affe, der da die ganze Zeit rumhüpft. Ganz toll. Ach Mann, Harry, du brauchst zu lang. Jetzt mal ehrlich. Du brauchst viel zu lang. Bisschen schneller. Nee. Mann. Den kriegt man nicht. Boah, der ist zu schnell. Wartet mal. Dann, nimm die Schrot. Und schieß ihn ab. Verdammt nochmal. Er dreht ihn weiter. So. Okay. Alles klar. Dann. Hier kann man auch nichts machen. Okay, hier ist auch so ein Gitter, da kann man auch nichts machen. Tolle Kamerafahrt. Und das sind wieder Gegner. Boah, ist das heftig. Nee, aber das ist mir jetzt egal. Ich gucke jetzt nochmal kurz, ob wir da oben irgendwas haben. Ah, lass das Ding rumfliegen. Ist mir kackegal. So, ja, wobei für die Bosse kann man ja das Jagdgewehr eigentlich nutzen, ne? Mann! Platsch! Platsch! Wie geil! So, das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich, ja, der Sanford Street und ich würde mal gerne mal schauen. Ah, ich hasse das. Ob wir hier irgendwas haben? Genau, wartet mal. Ein Hund! Zwei Hunde! Boah, die Hunde, ne? Die sind so krass. Ich weiß, das ist gerade übelste Munitionsverschwendung. Aber ich bin ja in der Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Aber das wird, oder das wird zumindest die, Hier ist nichts, hier ist einfach nichts. Na super. Toll, hier ist einfach gar nichts, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier noch mal hin müssen. Und dann ist es gut, dass wir die Hunde hier erledigt haben. Wir haben noch 3 Schuss. Aber davon immerhin hiervon noch 27. Wir sind orange. Aufpassen. Wir sind orange. Tonico? Haben wir noch. Sehr schön. Alles klar. Dann tatsächlich ab zum See, würde ich mal sagen. Oder gibt es da noch was? Zu. Okay, dann ist zu. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat bei Silent Hill, wie es hier grausig weitergeht. Oh Mann. Und da bin ich jetzt mal... Was ist das? Das ist ein Fliegeding. Okay, den haben wir aber eigentlich getroffen. Er verzieht sich, okay. Sehr gut. Okay. Der hat sich verzogen. Ja, aber wir sind hier falsch. Wir müssen einfach weiter in die Richtung. Ich laufe einfach. Ist mir jetzt scheißegal, das Fliegeding. Echt. Nein. Oh, 2 Hunde. Jo, alles klar. Und wir sind in der Sackgasse. 3 Gegner. Das ist ja voll. Boah. Warum geht's da nicht hin? Hä? Da muss es doch hingehen. Hier geht's nicht weiter. Wie? Wie, hier geht's nicht weiter? Okay, das ist gerade ein bisschen mysteriös. Okay. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ach, Leute.
Okay, die Hunde sind schon mal weg. Das Fliegeding folgt mir immer noch. Wo müssen wir denn hin? Da unten ist zu. Sehr merkwürdig. Da unten ist zu. Das ist sehr merkwürdig. Okay. Sehr merkwürdig. Also. Ah, da sind die Hunde wieder. Ja, die treffen mich jetzt wieder. Ah! Drei Stück. Dreimal getroffen. Und schon wieder orange. Ah, das ist der andere. Oh Gott. Los weg. Sanford Street, okay. Die folgen mir, oder was? Nee. Ah, blöde Höhle. So. Ach nein, falsch. Harry, Mensch. Jetzt treffen sie mich hier wieder laufend am Stück. Ah, so. Mann. Ich frage mich langsam aber echt, wo geht's hier weiter? Ich meine, so viel Heilung haben wir jetzt auch nicht mehr. Und, wo geht's hier weiter? Also, ach, wartet mal, da rechts. Rechts? Ah, okay, alles klar. Ich sehe da rechts so einen Zipfel. Ja, und es könnte sein, dass es da weitergeht. Ich habe natürlich nur die Tür geprüft. Alter, ja, gib das weg. Du kannst ruhig irgendwo hinfliegen, ist mir scheißegal. Hier rechts ist so ein Zipfel. Aber hä? Hier ist doch... Hier ist komplett dicht. Hier ist dicht, Freunde. Ich möchte zum See. Aber... Das sind überall die Gegner. Das ist ja... Das ist echt nicht wahr. Oh, ihr nervt. Okay, das ist jetzt interessant. Das war da... nicht weiterkommen. Hä? Das ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Das ist merkwürdig, dass ich hier jetzt nicht weiterkomme. Weil, ich hatte... Ach, ich habe meine Uhr nicht eingestellt. Na, verdammt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge noch ist. Ist auch super. Ist auch super. Aber ich suche das jetzt noch. Beziehungsweise, ja, was ist denn... Gibt es hier nichts, ey? Irgendwie muss man doch da zum See kommen. Ah, oh, geh weg. Geh weg, du blödes Teil. Na gut, es ist sehr, sehr mysteriös, das Ganze. Sehr, sehr merkwürdig. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Also das ist komisch. Ich hatte halt echt gehofft, dass wir da, ja, was finden. Mein Gott. Ja. Nicht, dass es da oben noch irgendwas gab. Wartet mal. Nicht, dass es da oben noch irgendwas gab, da finden sie... Hä? Hier vielleicht? Dass es hier noch irgendwas gab? Nee, hier ist Ruhe. Okay, hier ist einfach Ruhe. Okay. Sehr merkwürdig. Das ist alles echt komisch, ne? Hier ist zu, ja, hier ist alles zu. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Das muss da am See sein. Das muss da am See sein.
man vielleicht wieder das Schloss irgendwie mit einer Axt oder so kaputt machen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt am Überlegen. Weil die... Da ist eine Treppe. Ah, okay. Ah, dieses blöde Drecksfliege-Ding. Mann. So kann man hier... Okay. Wir sind auf einem Boot. Scheinbar gibt es hier noch irgendwas da hinten. Ne, wir müssen einfach hier... Hier können wir rein, okay? Das ist... cool. Okay. Ah ja. Wir sind in einem Hausboot oder sowas. Interessant. Oh, der Cutscene. Sibyl. Okay. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy. I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under... Whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sibyl, I... The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on.
But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. You will need to use it. Use what? The flowers. Only with that can you stop it. What about Sybil? Ja, sehr nett, die Dahlia, also wirklich. Lässt das Sybil einfach gehen und hilft nur uns mit irgendwelchen Tipps. Irgendein Dämon scheint hier sein Unwesen zu treiben und, meine Güte, wir müssen den Dämon erledigen, um an Cheryl zu kommen und die Dunkelheit zu vertreiben. Alter, was ist... Religionssachen sind immer ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Alles ein bisschen strange. Aber nun gut. Dahlia kennt scheinbar Cheryl. Und, wir müssen halt den Dämon besiegen. Was auch immer die damit meint. Ne? Aber ich finde es gut, dass Sybil auf unserer Seite ist und den Vergnügungspark sich anguckt. Da ist ein Steuerrad, aber kümmern Sie sich jetzt nicht darum. Ja, danke. Ich kümmere mich auch nicht drum. Ich möchte genau einen Speicherpunkt, weil ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass wir am Vollmeer angekommen sind. 6,5 Stunden. Jo, passt. Und genau, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge mal das den Leuchtturm da unten an. Genau. Und mal schauen, was für ein Dämon sich uns da zeigen wird. Also es ist wirklich sau spannend gerade. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Daher würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und dann habe ich es hier weiter. Jetzt sehen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.